Hallo und herzlich willkommen zurück bei Evoland 2. Wir sind hier in unserem runden, strategischen, rundenbasierten Spiel. Ausgezeichnet! Jetzt haben wir einen größeren Vorteil. Machen wir weiter. Und müssen... Unser Problem scheint unsere Ein... Was? Unsere Probleme scheinen uns eingeholt zu haben. Oh, das sind sehr viele. Fürst Magnus, die kaiserlichen Truppen sind an unseren Küsten gelandet. Jetzt schon! Unmöglich! Sie greifen tatsächlich an. Das ist bestimmt dieser verfluchte Oberst Dalkin. Wenn er glaubt, meine Pläne mit ein paar Grünschnäbeln durchkreuzen zu können, irrt er sich gewaltig. In der Tat, mein Herr. Wie töricht von ihm. Der Oberst selbst ist die einzige Bedrohung. Wenn ihr ihn loswerdet, wird seine Armee wie ein Kartenhaus einstürzen. Ich? Aber... Aber natürlich ihr! Warum sonst sollte ich euch das alles erzählen? Ich dachte, ihr habt einfach gerne Zuhörer, mein Herr. Das ist eine Frage der militärischen Taktik. Das ist doch eure Spezialität, oder? Also werdet ihr diesen Einsatz leiten. Ach so, ich verstehe. Aber, darf ich mich weigern? Haha, an die Waffen! Die Lage spitzt sich zu. Bloß nicht übereilen. Sehen wir uns die Fertigkeiten aller mal genauer an. Ich kann halt alle Verwundeten heilen. Ich kann viele Gegner mit einem Schlag abwehren. Ich kann kontern, der Gegner mit meiner Kraft einfrieren. Ich werde für Deckung sorgen, wenn ihr in meiner Nähe bleibt. Und Stefan? Er wird über üblichen Haken schlitzen. Er wird wie üblich Haken und schlitzen. Haken, was? Ich glaube, ich habe den Witz verkackt. Ihr müsst zugeben, das hat bisher ziemlich gut funktioniert. Ausgezeichnet. Vorwärts, Marsch! Rundenstrategisches Spiel! Ba-da-ba-ba-ba-da. Rundenstrategisches Spiel. Rundenstrategisches Spiel. Strategisch rund, rundenstrategisch. Rund. Es ist so rund. Ich weiß halt noch nicht, was dieses Stürmen braucht, aber perfekt alle geschützt, weil jetzt können die mich so viel angreifen, wie sie wollen. Das sind ziemlich viele, ne? What the fuck is the KI doing? La 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 la. Der ist aber... Ja, ist ja klar, das sind ja nur die... Was konnte der nochmal? Nichts. Achso, Schützen. Ja, Schützen ist immer eine gute Sache. So. Ah, da krieg ich sogar den da unten noch. Sehr schön. Oh, außer Stefan sind alle geschützt. Perfekt. Ah, er sich selber schützt er aber nicht. Lulz. So, ich überlege gerade mal. Kann ich, ja, perfekt, okay. Aha, anscheinend kann ich die Angriffe nur... Ach, vielleicht ist dafür das Stürmen da. Anscheinend. Jetzt muss ich aber gleich gucken, dass ich unbedingt wieder alle rum versammle.
Ja, komm, der eine Rekrut ist mir jetzt relativ egal. Was ist mit mir? Mich kann ich nicht bewegen. Ach, ich hatte mich schon, glaube ich. So. Was? Ich hab doch geschützt. So. Alles klar. Ich muss heilen. Heilen kann Fina, glaube ich. Oh nein. Okay, so. Die lümmel ich mal weg eben. Boah, okay, hat noch so gereicht. Oh, was? Ich glaube, ich muss immer Stürmen machen, damit ich im nächsten Zug dann entsprechend meinen Power-Angriff einsetzen kann. Ich bin mal sehr gespannt, was ich jetzt hier angerichtet habe. Yes! Ja, Stefan gammelt da oben rum. So. Das war jetzt relativ schwierig sogar schon. Die Lage verbessert sich. Nach diesem Sieg sollten wir einen befestigten Lager für unsere Truppen errichten können. Wir bleiben nicht mehr lange in diesem verdeckten alten Lager, oder? Etwas mehr Platz zum Atmen wäre mir sehr willkommen. Keine Sorge, Fräulein Fina. Wir werden den Befehl über die anrückenden Truppen übernehmen. Ich habe die Geografie der Insel Dämonia studiert. Es gibt mehrere Wege in die Hauptstadt. Die südliche Route ist am schnellsten. Dort hält sich aber auch die Mehrzahl der mobilen Truppen der Rebellen auf. Die nördliche Route ist länger, aber auch einfacher. Das ist der Weg, auf dem der Feind seine Belagerungswaffen transportiert hat. Eine vorsichtige Wahl wird uns zum Vorteil gereichen. Stefan soll entscheiden. Er weiß immer, was zu tun ist. Also gut, wir werden sehen, wann wir ankommen. Brechen wir auf. Ja, ich nehme, glaube ich, auf jeden Fall die nördliche Route. Hört sich für mich jetzt... Norden, Süden... Okay, also nach oben. Ach, da oben. Ich dachte, jetzt kommt so eine Zwischensequenz, aber es kam nichts. Hier liegen jede Menge Ausrüstung herum. Sie waren bei ihrem Rückzug offenbar in Eile. Das überrascht mich nicht. Sie wissen, wer der Boss ist. Aber so einfach kampflos zu verschwinden? Vermutlich ist ihr befehlshabender Offizier geflohen. Danach kann man Truppen nicht am Verlassen ihrer Stellung hindern. Großartig! Wenn uns bloße Anwesenheit reicht, um die Offiziere des Kaiserreichs zu vertreiben, müssen wir nicht weiter als vorüber... Was mache ich denn hier, Stefan? Dort drüben steht eine Kommandozelt. Rekrutieren wir mehr Soldaten. Alles klar. Ich glaube, das kann ich... Ach doch. Ach so, die habe ich jedes Mal wieder neu. Rekrutieren für eine Sonne aufwerten, ja. So, einen davon können wir uns noch kaufen. Okay, dann haben wir zwei neue. Boah, das ist ja richtig krass taktisch jetzt, ne? Jetzt! Attacke! Was? Das Kamerafahrt. Ich glaube, jetzt wissen wir, warum sie so schnell fortgelaufen sind. Das hier hat sie erschreckt. Sollen wir auch verschwinden? Ich glaube, das steht vorerst nicht so in der Debatte. Ich werde mit ihnen sprechen. Wenn das Dämonen sind, werden sie uns nichts tun, solange ich die Situation erklären kann. Niemand! Mit den Inversoren! Beruhigt euch. Legt bitte eure Waffen nieder. Ich bin es, Manfred.
Sohn von König Arthur. Ich bin gekommen, um Dämonia zu befreien. Manfred? Derjenige, der seinen eigenen Vater verraten hat, um Menschen herzubringen? Derjenige, der sich mit einem Oberst des Kaiserreichs verbündet hat? Töt den Verrätern! Oh. Sie werden sich nicht so leicht überzeugen lassen, Manfred. Ich will aber nicht gegen sie kämpfen. Uns bleibt keine andere Wahl, entweder sie oder wir. Liebe Landsleute, verzeiht mir, aber ich habe eine Mission zu erfüllen. Das ist ja jetzt interessant. Oh, der lebt noch. Die sind um einiges stärker, so wie es aussieht. Heidewitzka, was meinen jetzt? Okay. Oh, wow. Oh, wow. Toll, da werde ich weit mitkommen. So, was? Angriff? Wen kann ich denn... Achso. Ja, mache ich das doch mal. Auch wenn das jetzt wirklich nichts gebracht hat. Nee, das ist mir zu riskant. Jetzt bin ich mal gespannt, was die machen. Erstmal natürlich zu uns vordringen. Ah, und ihn töten. Das war jetzt schon sehr früh dafür. Okay. So. Den bringen wir jetzt erstmal oben. Als nächstes nehmen wir ihn. Und töten hoffentlich ihn hier. Jawohl. So, jetzt kann ich mit ihr nicht so viel machen. Aber wenn ich hier hingehe, sollte ich eigentlich genug Gegner treffen. Sehr schön. So, und benutze ihn wieder, um da erstmal drauf zu lümmeln. Manfred konnte diesen Stampfangriff, ne? Sehr gut. Und sie konnte... Der ist aber sehr schwach, der Angriff, ne? Fast tot. Okay, das ist jetzt tatsächlich... Das gefällt mir sehr gut gerade. Es macht es nur so ein bisschen doof zum Let's Playen, weil man wirklich sich sehr konzentrieren muss. Also sollte ich zwischendurch einfach mal gar nichts reden, verzeiht es mir. Aber ich denke, ihr versteht das. Ich weiß nicht, wie spannend es ist, das gerade zuzugucken hier. So, er kann noch... Der sollte... Ah, komm! Ach so, er ist noch. Ja, bringt mir nichts. Warten. Das ist so putzig, wie er sich immer davor stellt. Ist aber echt gut. Also dieses Schützen war jetzt, glaube ich, wirklich, wirklich im richtigen Moment genommen. Okay, es ist so ätzend, dass die irgendwie nicht so... Ich werde jetzt gerade mal überlegen, ob ich mit Manfred da runtergehen soll, aber das reicht leider nicht von der Strecke her.
Fuck, Heilen. Eigentlich müsste ich den heilen. Er hat ja noch genug, ne? Stopp. Wäre es nicht sinnvoller, jetzt wieder zu schützen? Ich schütze lieber mal, bevor ich angreife. Jetzt als nächstes muss ich unbedingt ihn heilen, weil er hat jetzt echt... Er ist echt am Limit. So. Ja, erstmal komme ich jetzt mit Manfred hier ein bisschen näher. Mach mal stürmen. So, das hat ihn schon mal erledigt. Ich sehe gerade, die Zeit ist zwar um, aber ich muss jetzt unbedingt... Also das muss ich jetzt noch fertig machen. Greife ich an oder stürme ich? Ich stürme lieber mal. Das ist zwar sehr riskant, was ich jetzt gerade tue. Aber, es ist nicht so riskant, weil mit ihm gehe ich jetzt hier hin und schütze. Okay, das wird jetzt eine etwas längere Folge. Aber den Kampf machen wir jetzt noch fertig. Ich meine, wir sind ja im Prinzip, ist das ja nicht mehr viel, was wir hier zu tun haben. Genau. So, mit ihm gehe ich jetzt. Das sollte ihn eigentlich töten. Ist das ätzend. Ich glaube, ich kann ihn sogar zweimal aufladen, ne? Moment, sie hat Eis. Sehr gut. Hä? Was war denn hier noch? Hier war doch auch einer, oder? War hier nicht gerade was? Das habe ich ja nie mitgekriegt. Ne, erstmal. Ja, komm. Also, wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Sehr schön. Krieg ist eine wahrlich bedauerliche Angelegenheit. Wir sehen uns gezwungen, jene zu bekämpfen, die wir schützen wollen. Es tut mir so leid, Manfred, und ich weiß, wie ihr euch fühlt. Gebt die Hoffnung nicht auf, Manfred. Wir werden Magnus aufhalten und euer Volk retten. Jedenfalls sind wir jetzt mit zwei Feinden konfrontiert. Wir müssen noch vorsichtiger sein. Hoffentlich kann ich mehr von meinen Landsleuten retten, als wir töten. Sonst ist all das hier umsonst. Yay, okay. Und in der nächsten Folge sehen wir dann weiter, wie es dann weitergeht. Tschüss!